Jo Leute und willkommen zu einem neuen Video. Und wie ihr es im Titel schon lesen könnt, eine neue Movie Talk Folge, Folge 26. Und heute, Freunde, geht es um den Tom und Jerry Realfilm. Ja, Freunde, es kommt ein Tom und Jerry Realfilm mit einem Marvel Cinematic Universe Star in dem Film. Der Trend der Realverfilmungen setzt sich fort. Nun ist tatsächlich eine Verfilmung von Tom und Jerry in Arbeit. Mit an Bord ist ein Fanliebling aus dem Marvel-Universum. Nicht nur Disney scheint wild entschlossen, all seine Klassiker noch einmal in einer Live-Action-Version ins Kino zu bringen, auch Warner Bros. Schließt sich dem Trend an. So sollen wir demnächst tatsächlich eine Realverfilmung von Tom und Jerry bekommen. Neben Katz und Maus wird dabei Chloe Grace Moretz die Hauptrolle übernehmen. Darüber hinaus wird MCU-Fanliebling und Ant-Man-Star Michael Pena mit von der Partie sein. Ein klassisches Tom und Jerry-Format wie in der inzwischen fast 80 Jahre alten TV-Serie scheint uns im Realfilm nicht zu erwarten. Denn wie Deadline gestern bekannt gab, wird der Bösewicht des Films nicht wie üblich Kater Tom, sondern die Figur Michael Pinas. Pina soll dabei einen fiesen stellvertretenden Hotelmanager namens Terrence spielen, der von Moritz gespielten Hauptfigur das Leben schwer macht. Er habe ein bisschen was von einem Tyrannen und wird wohl Katz und Maus um einiges übertreffen, wenn es um Fiesitäten geht. Wir haben also ein Hotel-Setting, Michael Pena und Chloe Grace Moretz. Wie kommen nun Tom und Jerry ins Spiel? Der offiziellen Inhaltsangabe zufolge wird Moretz in die Rolle der jungen Kayla schlüpfen. Sie wird von Pinas Terrence als Aushilfskraft in einem eleganten Parkhotel angestellt, das leider von einer Mäuseplage in der Gestalt von Jerry heimgesucht wird. Kayla holt sich kurzerhand Hilfe von Streuner Tom, um ihren Job nicht zu verlieren. Terrence dagegen gefällt es so gar nicht, dass Kayla in den oberen Etagen des Managements Eindruck macht und er beginnt, der Aushilfe Steine in den Weg zu legen. Es hat ganz den Anschein, als müssten sich Kayla, Tom und Jerry am Ende verbünden, um Terrence das Handwerk zu legen. Regie führen wird bei dieser Neuauflage Tim Story, der Fantastic Four gemacht hat. Ich glaube, die alten Teile, nicht der neuere, der zuletzt rauskam. Der Film soll Live-Action und animierte Elemente verbinden, was die Frage aufwirft, ob Tom und Jerry eher cartoonisch oder realistisch aussehen werden. Um das zu erfahren, werden wir den ersten Trailer abwarten müssen. Tom und Jerry soll am 16.04.2021 in den US-Kinos starten. Ja, Freunde, Frage an euch. Was haltet ihr von einer Live-Action-Neuauflage von Tom und Jerry? Also, wenn man das schon so liest, worum es in den Film geht, ja, ist jetzt nicht so gerade berauschend, muss ich sagen. Aber Freunde, wie ist eure Meinung? Ab in die Kommentare damit. So, Freunde, dann würde ich sagen, das war's mit der neuen Movie Talk Folge. Wenn euch die neue Folge gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Genauso wie ein Abo, das könnte ich machen. Und hier oben, Freunde, gelangt ihr zu der letzten Movie Talk Folge. Das war zu Mulan, zu dem Realfilm Mulan. Da sind jetzt erste Details aufgetaucht zu dem neuen Bösewicht. Falls ihr wissen wollt, welcher neue Bösewicht in dem Realfilm Mulan ist und weitere Details, dann gelangt ihr hier oben zum Video, Freunde. Und ja, Freunde, dann würde ich sagen, hören wir uns zum nächsten Video wieder. Haut rein, Zockerboy, Game Over. Ciao.